Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder hier bei Crips. In unserem Lager. Und ich glaube, es gibt noch etwas, das wir abholen können. Und zwar bei Wilderness Outfitters. Da müsste es noch einiges geben. Just let me know what you need. Ausstattung, kaufe Ausstattung für dein Lager, Hund und Crips aus Outfit Steel. Wir haben den Überlebenskünstler. Ich bin auch ganz froh mit dem Wort Überlebenskünstler. Das ist ja eigentlich jeder, oder? Aber finde ich schon ganz okay. Landstreicherei muss nicht unbedingt sein. Ziemlich teuer auch. So, das Zelt. Ein Zelt wäre schon ganz schön. Hier haben wir eine Überdachung. Das ist doch schon mal was. Okay, die anderen Sachen wären natürlich noch mal besser, aber da braucht man ja doch eine ganz andere... Wow, da braucht man ja doch eine ganz andere Stufe und... So toll finde ich die jetzt eigentlich alle nicht. Das hier vielleicht noch. Okay, das könnte... Das... Könnte sein, ist aber auch zugeschneit gerade. Die Flagge. Können wir denn da was machen? Wir haben genau doch ein Motiv bekommen. Den Anker haben wir bekommen. Preis gratis. Gratis, du besitzt diesen Gegenstand nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir das nehmen sollten. Ja, okay. Nehmen, abholen können wir das, ja, wenn es gratis ist. High and proud. So, jetzt haben wir den Gegenstand schon mal. Da ist doch gerade irgendwas passiert auch. Hat uns das vielleicht doch was gekostet? Nein, es stand gratis dran, der ist gratis. So, dann haben wir hier unsere JBO rosa Flagge wieder. Ausstattung. Da müsste doch auch was Neues sein. Schnellreiseposten. Schlachttisch haben wir. Den Suppentopf, ja, da sind wir auch hinterher gerannt für. Ah, mittelgroßer Lieferwagen. Was, da brauchen wir Händler Rang 5. Und welchen haben wir? Steht das irgendwo? Können wir fast kaufen. Ah, nee. Kann bis zu 50 Gegenstände transportieren. Das wäre nicht schlecht. Waffenkoffer. Bewahre Waffen auf, bis du sie brauchst. Ah, das ist gut. Benötigt auch den Händler Rang 5. Und das Luxuslagerfeuer benötigt ganz viele... Dollars. Nicht genug Bargeld. Jetzt mit 14 Gold. Gold kaufen. Nein. Verkürzt die Zeit, die für das Herstellen von Gegenständen am Lagerfeuer benötigt wird und bietet mehr Sitzplätze an. Trotzdem ist das hier alles so offen. Wenn man irgendwie so ein Haus bauen könnte mal oder so einen besseren Planwagen oder sowas hätte. Ja, die Sachen haben wir also... Der mittelgroße Lieferwagen scheint mir neu zu sein, oder was? Händler Rang 5, okay. Da werden wir uns angucken. Hund brauchen wir gar nicht reinzugucken, oder ist der Husky jetzt dabei? Husky. Erreiche Rang 90 des Outlaw-Passes zum Freischalten. Des Outlaw-Passes. Ja, ich glaube, den haben wir. Crips Outfit. Standard. Standard 2. 3. Ja, auf jeden Fall. 4. Und natürlich 5. Dann haben wir den Friedensrichter. Den Naturburschen. Er ist auch gut. Dann haben wir hier den Söldner. Bildungsreise 1, 2 und 3. Was? Das gefällt mir sogar. Landstreicherei 1. Nein. Landstreicherei 2. Militärbestand. Nein. 2. Militärbestand 2 war das. Das ist Überlebenskünstler 1. Und Überlebenskünstler 2. Ah, nee. Kopfgeldjäger. Harr. Sammler. Oh, Gottchen.
Und Händler. Bar. Und nur weil es Händler ist, naja, okay. Nee, wir geben da jetzt erstmal keine Kohle aus, oder? Bringt uns das irgendwas? Nö, ist einfach nur eine optische Geschichte, ja. Ja, ja. Ja, das war's. Hier Alright, you know where to find me. Ja, schon richtig, aber hier sollte es doch irgendwas Kostenloses geben, habe ich gehört. Ja, haben wir da nicht gerade irgendwas gefunden? Ich meine schon. You know, I was just thinking, it's been years now since I slept with four walls around me. And even longer with four walls and a roof. But I've never been happier. Materialien niedrig. Und können wir etwas spenden? Supplies are starting to run low, just so you know. Gar nichts. Waren hat er aber ordentlich hergestellt. Jetzt 87? Wie kommt das denn? Der hätte doch mal irgendwie sowas um die 75 und hat sich dann 25. Und hat sich dann 25 klauen lassen, meine ich. Wo ist das mit dem Pferd? Ganze Tierkadaver verkauft. Das probieren wir jetzt mal aus, ob wir das hier verkaufen können. Geier gerupft. Lagerstile geändert. Sollen wir einmal den Lagerstil ändern? Okay, wir haben zweimal das Pferd gefüttert. Hier ist es, ja. Ach, wisst ihr was? Das Lager... Den Lagerstil für ein bisschen Gold? Verändern. Kostet das was nochmal? Ich glaube, ja. Ja, dann müssen wir einen zweiten Lagerstil eben mal kaufen, oder? Und dann können wir ja sofort wieder zurückändern. What do you need? Ah, nö, wir haben ja Standard. Können wir jetzt eigentlich auf Standard einmal ändern? Wie sieht das mit dem Händler aus? Sammler? Haben wir doch gerade alles durchgeguckt, oder? Nee, ich glaube, wir haben nur oben die uns angeguckt. Landstreicherei und so. Setzen wir mal auf Standard um und genau, da bekommen wir schon mal Gold für. So, dann wieder zurück auf Überlebenskünstler, weil mir das einfach besser gefallen hat. Überlebenskünstler war, glaube ich, in der Ultimate Edition dabei. Vielen Dank nochmal für die Spende, Super Spilly. Der Ultimate Edition. Let me know if there's anything else you need. Weg ist es? Nein. Herausforderungsserie. Ach so, das ist das. Den Kadaver oder die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Tödliches, da waren Wölfe vorhin irgendwo. Einfache Dollar-Kopfgeld-Missionen abgeschlossen. Eine, machen wir vielleicht noch in einer der nächsten Folgen. Jetzt gucken wir mal, ob wir Tiere auch hier bei Crips abgeben können. Haben wir den Bogen zufällig? Nein, die Pistole haben wir wieder. Ja, genau. So. Jetzt gehen wir auf Raubtierjagd hier. Auf Raubtierjagd auch, aber vor allem erstmal auf Tierjagd. Und bei Schnee gibt es ja gar keine Tiere. Höchstens. Schneehasen. Ich weiß echt nicht mehr, wie das jetzt geht. Mit dem Schießen und so. Ich weiß nur, dass wir uns jetzt mal in den Wald begeben. Da, wenn ich etwas weiß über Tiere, dann weiß ich, dass sie im Wald leben. Die Korn wieder. Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn das? Da.
Oh, hier gibt's was zu sammeln. Sieht aus wie ein Krokus oder so. Violettes Schneeglöckchen. Ja, passt ja. Wir sind ja auch im Schnee hier. Ist das hier auch zu sammeln? Ist das Weizen oder so? Oh, ich dachte für Maische. Da sind noch mehr Krokusse. Ich meine Stiefschneeglöckchen. Haben wir die schon probiert, was die können? Mal eins essen wir mal. Haben wir rausgefunden, was das kann? Nee. Haben wir nicht. Okay, die Vögel haben wir schon mal erfolgreich aufgescheucht. Das waren aber keine Wachteln. Sensor. Reicht doch schon. Moment, aufheben. Und zurück zum Lager schnell. Wir hatten ja auch noch andere Pläne. Wir wollten ja auch noch irgendwas kaufen. Pläne kaufen. Oh, Moment. Wieso ist das Lager da und nicht hier? Ich meine, warum ist das hier und nicht da? So rum, wollte ich sagen. So weit sind wir gelaufen. Ah, ich sehe schon. Feuer, warm. Gut, das hier ist aber wahrscheinlich auch noch warm. Ich wollte sowieso was anderes noch holen. Ein Gewehr wollte ich noch holen. Wir haben nämlich angefangen mit der Story mittlerweile und die läuft schon auf dem Kanal auch. Mittlerweile spenden. Gonna be out of supplies before too long. Ja, genau. Dickhorn-Schafkadaver. Ein totes Dickhorn-Schaf in schlechtem Zustand. Weist schwere Schäden auf. Kann verkauft werden. Okay, this'll have to do. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen was bekommen. Und was mich jetzt daran interessiert, ist das denn, zählt das denn zu unserer täglichen Quest? Wo haben wir hier unser... Was suchen wir eigentlich? L. Man muss erstmal reinkommen. Tägliche Herausforderungen. Okay, ganze Tierkadaver verkauft. Zählt nicht zu der täglichen Quest. Okay, dann müssen wir uns mal umgucken, was wir hier... Was war das mit dem Raubtier, weil ich gerade einen Bären gehört habe? Den Multiplikator bekommt man ja nur, wenn man diese 7 Tage hintereinander macht hier, oder? Herausforderungsserie 1. Ah ja, okay, haben wir heute geschafft. Das heißt, jetzt könnte man eigentlich morgen nochmal aufnehmen und so weiter. Was für Multiplikatoren gibt es denn hier eigentlich? 28 Tage das höchste. Zweifacher Belohnungsmultiplikator. 2,5-facher sogar. Ja, dann schafft man das ja locker mit dem Gold, oder? Nee, so locker auch nicht. Da muss man eben immer schön was machen hier. Schatzkarte außerdem. Einen Tag haben wir gemacht jetzt. Aber ich habe gar nicht die Zeit, jeden Tag hier eine Stunde irgendwie was zu machen, aber... Es heißt, es soll immer sowas geben, wo man dann das Pferd einfach füttert oder das Lager, den Lagerstil, das Outfit oder so ändert. Irgendwie sowas soll es immer ein, zwei geben. Das reicht dann ja schon. Man muss ja nur eine machen. Einmal am Tag anmelden hier. Ja, aber auch dafür werde ich nicht die Zeit haben, glaube ich. Naja, egal. Wir versuchen das mal. Multiplikator hört sich gut an. Moment, der erste bringt uns...
1,5-fach, das ist aber gar nicht so schlecht. So, ich glaube. Jetzt können wir unser Pferd vielleicht nehmen und den Bären suchen. Ach so, die Karte wollte ich mir mal angucken. Fort Wallace. Das ist das verbrannte Fort, das hier in der Nähe ist, oder? Da ist zumindest nichts drauf. Also kein Symbol drauf, dass da irgendetwas wäre. Valentine ist da unten. Aha. Sonst haben wir keine Stadt hier in der Nähe. Was ist das? Oder man sollte ein paar Missionen machen? Ich weiß ja nicht. Orte. Ach, hier. Ach, jetzt ehrlich, die ist das. Das ist doch, die ist doch gar nicht so weit weg. Die ist aber auch nicht alle Tage da. Los geht's. Wir reiten auch selber, damit es schneller geht. Madame Nazar, da mussten wir doch noch irgendwas machen für sie. Irgendwas abholen oder so, sammlertechnisch. Irgendeine Tasche oder so. Oh, die kostet bestimmt einen Heiden Dollars. Heiden viel Geld kostet die bestimmt. Ja, wir werden vielleicht noch ankommen in dieser Folge, vielleicht. Aber kaufen, reden werden wir erst in der nächsten mit ihr. Scharfe Kurve hier. Was? Vorsicht! Nicht vor dem Baum. Zu kalt. Dem Pferd ist kalt. Hat es keine Decke? Wir haben noch hinten die Pferdedecke. Wow, das ist ja doch wieder ein ganz schönes Stück. Okay, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.